Ein herzliches Grüß Gott und Dankeschön fürs Reinschauen auf meinem YouTube-Kanal. Habt viel Spaß beim Schauen. Grüßt euch, meine lieben YouTube-Freunde. Nicht wundern da über die Streifen da, die sind mir von meiner Halogenlampe oben. Heute möchte ich mit euch mal ein Blätterteiggebäck machen. Vielleicht ist für einen oder den anderen interessant. Ist schnell zu machen, einfach zu machen und schmeckt auch gut. Was braucht man da alles dazu? Man braucht einen Blätterteig. Dann braucht man Pudding, das ist egal welcher Pudding. Das sind jetzt da 250 Gramm Pudding. Einen Apfel, später tue ich die schälen und leicht, also dünn hobeln. Und zuletzt brauchen wir dann einen Puderzucker. Ja, und wie man das jetzt da macht, das zeige ich euch und lasst euch mal überraschen. Meine lieben YouTube-Freunde, den Apfel, übrigens, den habe ich von mir von der Terrasse raus. Da habe ich so zwei so kleine Apfelbäume mal angepflanzt vor ein paar Jahren und das ist eigentlich recht gut geworden, die Äpfel. Obwohl, dass wir so einen trockenen Sommer gehabt haben, sind da noch ein paar Äpfel gekommen. Ich glaube, so 10 Stück oder 12 Stück waren es. Die habe ich jetzt ganz dünn aufgehobelt. Dann gehen wir daher zum Blätterteig. Schauen wir mal, ob wir das gut da ins Bild bekommen. Einigermaßen gut, muss man das mal so einstellen. So. Habe ich jetzt schon aufgeschnitten, den tun wir jetzt da auf das Backblech. Mal schauen, ob wir das da gut aufrollen können. Wenn er zu lang ist, dann schneiden wir ein Stück ab. Ich glaube, der ist eh schon zu lang. Seht ihr das? Das ist zu lang. Aber das ist kein Problem. Da kann man dann noch irgendwas anderes machen. Ach, ich lasse jetzt das doch so lang. Schade, er bricht jetzt hier. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Warum auch immer. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Ich tue jetzt da nichts abschneiden. Da bricht es mal ganz schön. Aber wie gesagt, das macht nichts. Ich lasse jetzt das einmal so. Schau, wo die ungefähr die Mitte ist, weil die muss ich dann später zusammenklappen. Jetzt richte ich noch was her und dann komme ich gleich wieder. So, jetzt geht's weiter. Ich habe nämlich was vergessen gehabt. Den lasse jetzt, wie gesagt, so. Jetzt tue ich den mit der Gabel hier schön einstechen. Sorry für die Lichtverhältnisse hier in der Küche, da ist recht dunkel. Ich habe da vor meinem Küchenfenster, hier links neben mir, so einen großen Baum. Und der nimmt mir sehr viel Licht weg. Aber nichtsdestotrotz, man kann es ja sehen, oder ich muss mir mal so eine Videoleuchte mal kaufen. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie lange ich das überhaupt noch mache da. Die ganze YouTuberei, weil langsam kotzt mir das alles an. Aber egal jetzt. So, seht ihr das, meine lieben YouTube-Freunde? Licht ist ja blöd, ja, habe ich schon gesagt. Jetzt machen wir ein Pudding auf. Ich mache mir das nochmal auf und dann tue ich noch den Ofen mal vorheizen, ist mir gerade eingefallen und dann machen wir dann gleich weiter. Der Ofen ist jetzt eingeheizt oder angeheizt und jetzt habe ich mir da so ungefähr so eine Mittellinie gemacht, weil jetzt die eine Hälfte tun wir jetzt den Pudding drauf, man kann auch einen anderen Pudding drauf tun, das ist egal.
Normalerweise wäre es ein Vanillepudding, aber wir in Deutschland kriegen ja schon nichts mehr. So ist es halt jetzt der Sahnepudding. Den tue ich jetzt hier so schön gleichmäßig hier verrieren, bis zu der einen Hälfte, weil die andere Hälfte wird dann so aufgeklappt. Und dann machen wir heute Nachmittag zum Kaffee. Gibt es dann den Blätterteig-Dessert oder wie sagt man denn da? Ich bin ja kein Bäcker, nicht, habe ich ja schon letztes Mal euch gesagt. Aber seht ihr das? Es schmeckt uns immer ganz gut, ist schnell gemacht, ist nichts Großes dabei. Das kann ja jeder. So, das haben wir soweit so gut vermengt. Ich glaube, da brauche ich nicht einmal zwei. Ich habe das nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Habe ich da letztes Mal zwei hergenommen oder eins, aber ist ja egal. Es laufen natürlich die Äpfelscheiben an, aber das ist ja wurscht. Das ist ja wie bei einem Strudel nichts anderes. Nehmen wir die jetzt mal einfach da so drauf, die Apfelstückchen. Das müssen auch nicht viel sein. Wie gesagt, da reicht ja ein Apfel, den aufgeschnitten. Ja, wunderbar. So, jetzt tue ich das mal da auslegen. Und dann hole ich euch gleich wieder dazu. Das wäre es jetzt da. Da sind sogar noch ein paar Scheiben überblieben. Aber es macht nichts. Und jetzt kommt der restliche Pudding da noch drauf. Und das verstreichen wir jetzt dann auch wieder schön. Auch da reicht. Da reichen einmal 250 Gramm Pudding. Die reichen. Man kann auch zweimal Blätterteig verwenden und zwei so Dinger machen, dann nimmt man natürlich zwei her. Aber einer reicht. Ein kann dann von mir, dass die Frau halt auch noch essen, so ein Pudding, wenn sie will. So, meine lieben YouTube-Freunde, seht ihr das? Das haben wir jetzt da schön so verstrichen. Wunderbar. Auf die Seite. Auf die Seite. Und jetzt hole ich mir bloß noch ein Messer. Jetzt wird das Ganze hier zu der Hälfte hier eingeklappt. Muss ich mal schauen, wie ich das am besten mache, dass ihr das auch sehen könnt. Den Ofen habe ich ja in der Zwischenzeit, wie gesagt, auf 200 Grad Ober-Unterhitze jetzt vorgeheizt. Jetzt kommt das Ganze so her. Die Hälfte einfach hier drüber klappen. Ich habe ja gesagt, hier ist er gebrochen, aber das macht nichts. Dann klappe ich das nochmal so um. Und schon ist das wieder in Ordnung. So schaut jetzt das aus, meine lieben YouTube-Freunde. Das Stückchen hier werde ich abschneiden. Das ist zugleich Backpapier. Also man braucht es nicht extra noch auf dem Backpapier tun. Und jetzt da. Ist halt schade, weil das halt gerissen ist, aber darum habe ich es jetzt so umgeklappt, aber das bricht da kein hier ab. Und jetzt schneiden wir mal da so Stücke. Mal schauen, so. Drei so kleine, gleiche Stücke. Eins, dass man so ungefähr so breite wie soll ich sagen, Streifen hat. Ja, so ungefähr, das ist ein bisschen breiter, aber das bricht ja auch keinen ab. Und da werden wir auch nochmal so ungefähr drei so gleiche Stücke machen. Dann hat man dann, jetzt kommt es dann so für 20 Minuten, 25 Minuten im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad.
Da haben wir noch 3, 6, 9 so schöne Stücke. Das ärgert mich jetzt da ein bisschen. Ich bin eigentlich immer gern so ein Perfektionist. Das ärgert mich. Oder wisst ihr was, meine lieben YouTube-Freunde? Ich tue einfach das weg und so hat der Perfektionist perfekt gearbeitet. Genau so mache ich das. Ich wollte es da kein Blätterteig verschwenden, aber es schaut dann besser aus. Wie schaut es hier aus? Hier lasse ich es drum. So, das wär's dann. Ich heiz jetzt den Ofen noch vor, also beziehungsweise er ist schon dabei. Und dann mache ich da noch so einen Streifen hin. Und dann werde ich euch dazu holen, wenn ich das rein tue. Da war noch ein bisschen was frei und dann mal durch so improvisieren und mache das so. Also dann bis später, meine lieben YouTube-Freunde. Der Backofen ist jetzt eingeheizt, hat die Temperatur erreicht und jetzt gehen wir hier mittlere Schiene. Legen wir das drauf und dann warten wir so circa 20 bis 25 Minuten. Meine lieben YouTube-Freunde, jetzt ist es soweit. Machen wir es einmal auf. Wir sind jetzt genau, aber ganz genau 23 Minuten, 20 bis 25 Minuten soll es sein. Puh! Jawohl, so schaut das aus. Jetzt tue ich es mal raus und dann hole ich euch gleich wieder dazu. Ja. Jetzt ist es soweit. Ich habe jetzt das rausgetan. So schaut das aus. Ist genauso wieder geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier hinten leider, das war das Gebrochene, aber das macht nichts. Dann schneidet man dann so Rechteck raus. Immer dann so raus. Jetzt lasse ich es noch ein bisschen abkühlen. Und dann tun wir Puderzucker drauf. Und für heute Nachmittag gibt es dann so ein Stückchen oder zwei oder drei, mal gucken, zum Kaffee dazu. Der Duft ist schon der Hammer. Jetzt habe ich das Ganze so 15 Minuten abkühlen lassen und jetzt machen wir da. Ui, hier kommt doch viel raus. Ich würde sagen, eine Prise Puderzucker, aber das ist schon eine Prise zu viel. Ja, meine lieben Zuschauer, so schaut jetzt das aus. Die werden wir uns heute Nachmittag, wie gesagt, zum Kaffee genießen. Schreibt mal um. Ich hoffe, das Video hat euch wieder so einigermaßen gefallen. Ihr habt ja gesehen, da braucht man nicht viel Zutaten, ist gleich gemacht. Und wie vor haben wir es denn? 10 Uhr. Jetzt haben wir Mittag was kochen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Bleibt's mal gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Albert. Pfiat euch.